Hallo, mein Name ist Michael Herzog und ich bin Freifunker aus der Community Recklinghausen. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Freifunkrouter über die Weboberfläche richtig konfiguriert. Wenn ihr euren Router gerade frisch mit der Freifunkfirmware geflasht habt, startet er automatisch im Config Mode oder Konfigurationsmodus. Wollt ihr euren Freifunkrouter zwischendurch mal umkonfigurieren, müsst ihr ihn erstmal in den Konfigurationsmodus versetzen. Das macht ihr, indem ihr den Reset-Schalter hinten an eurem Router ein paar Sekunden gedrückt haltet, bis alle LEDs einmal kurz aufleuchten. Wie schon beim Flashen muss euer Rechner dabei mit einem der gelben LAN-Ports des Routers verbunden sein, sonst passiert hier gar nichts. Das Konfigurationsmenü ruft ihr über euren Internetbrowser auf, fast so wie das alte Menü vom Hersteller. Die Adresse ist allerdings etwas anders. Sie lautet jetzt http://192.168.1.1. Name dieses Knotens. Der Knotenname kommt aus dem Zufallsgenerator. Hier könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Macht euch aber zuvor kundig, ob eure lokale Community irgendein Format bevorzugt. Ich starte mit FF-RE-, damit die Karte der Domain Ruhrgebiet automatisch erkennen kann, dass mein Router irgendwo im Fest Recklinghausen steht. Mit dem Häkchen bei Internetverbindung nutzen erlaubt ihr euren Freifunkrouter, euren Internetzugang mitzunutzen. Ohne Häkchen wird kein Internet zur Verfügung gestellt, außer ein anderer Freifunkrouter in der Nähe kümmert sich darum. Bandbreite begrenzen. Hier könnt ihr festlegen, wie stark der Freifunkrouter euer Internet maximal ausnutzen darf, in Kilobit pro Sekunde. Also wenn ihr einen 16 Mbit Anschluss habt, werden das 16.000 Kilobit. Seid ihr nicht allzu geizig, ich lasse die Begrenzung meist komplett weg. Ihr könnt später ja immer nochmal in dieses Menü gehen und eine Begrenzung einstellen oder an anderer Stelle den Verkehr regeln. In meinem Heimnetzwerk sorgen zum Beispiel die Priorisierungslisten der Fritzbox dafür, dass ich immer flüssig Netflix schauen kann, auch wenn in der Schule gegenüber gerade große Pause ist. Knoten auf der Karte anzeigen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir irgendwann Hunde dazu ausbilden werden, freie WLAN-Netzwerke zu erschnüffeln. Aber bis dahin solltet ihr eurem Knoten Koordinaten geben. Das richtige Datenformat bekommt ihr auf einigen Seiten. Ich benutze meistens Flops tolle Karte, die ihr unter flop.net findet. FLOPP.net. Nein, Geocaches suchen wir nicht. Das Hilfshading brauchen wir auch nicht. Irgendeine Adresse eingeben und einen Marker setzen. Das Standardkoordinatenformat passt nicht. Wir brauchen Dezimal. So geht's weiter. Ach ja, hier solltet ihr natürlich die Interessenslage beachten. Während der lokale Meckes es vielleicht ganz gern hat, wenn er auf der Karte der Community zu sehen ist, sollte ein Wohnheim für Asylbewerber dort vielleicht nicht auftauchen. Ihr macht das schon richtig. Ich vertraue da auf euer Urteil. Kontakt. Manchmal macht ein Freifunkrouter irgendeinen Mist und dann ist es nicht verkehrt, den Routerbetreiber irgendwie kontaktieren zu können. Meine Mobilfunknummer zu hinterlegen, halte ich für übertrieben, aber eine E-Mail-Adresse sollte schon sein. Alles klar, speichern und neu starten. Okay, wie ihr seht, hier in der Domäne Ruhrgebiet war es das schon. Der Rest passiert automatisch im Hintergrund. In anderen Communities müsst ihr den langen Key hier noch irgendwo hinmailen oder in irgendein Formular eintragen. Was ihr zu tun habt, sollte auf dieser Seite beschrieben stehen. Jetzt entfernt das Kabel aus dem gelben Steckplatz und verbindet den Freifunkrouter über den blauen Steckplatz mit eurem Heimnetzwerk. Der blaue Steckplatz ist mit WAN gekennzeichnet. Das heißt so viel wie Internet hier reinstecken. Super wichtig zu wissen. Ist der Freifunkrouter nicht im Konfigurationsmodus, liegt auf den gelben Steckplätzen auch Freifunk an. Ihr dürft also niemals auf die Idee kommen, dort irgendein ungesichertes Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einen Drucker, anzuschließen. Außer ihr wisst ganz genau, was ihr tut. Auf überhaupt keinen Fall dürft ihr die gelben Steckplätze irgendwie mit eurem Internetrouter verbinden, also eurer Fritzbox, eurem Speedport oder wie auch immer der Router heißen mag. Das sorgt innerhalb von Sekunden für absolutes Chaos im Netzwerk. Am besten geht ihr überhaupt kein Risiko ein und macht die Anschlüsse mit einem dicken Streifen Panzertape kindersicher. Schön! Dann sucht euch mal einen netten Fensterplatz für euren Freifunkrouter aus und danke, dass ihr bei Freifunk mitmacht.